Tada! Hallo, guten Abend da draußen. Ihr seid schon ganz fleißig beim Kommentieren. Habt vielen lieben Dank schon gleich am Anfang für diese lieben Kommentare, auch unter dem letzten Vlog und eure verständnisvollen Kommentare. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Alexandra von Pinselschere & Co. aus Hamburg. Und ja, wir haben ja hier ganz viele Bekannte mit dabei. Hasenfuß Lea ist heute inkognito als Pummelhummel da. Sehr sympathischer Name. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin ein bisschen aus dem Live gerade raus. Ich bin gerade wieder mal ein bisschen aufgeregt. Wir waren lange nicht mehr live, ne? Also das letzte Mal war, glaube ich, Stemtainment im Dezember. Dazwischen waren wir nicht mehr live, ne? Sind natürlich viele Videos gekommen, aber in letzter Zeit auch eher weniger. Selbst meine Mutti hat mich schon angerufen und hat gefragt, Kind, geht's dir gut? Man hört nichts von dir. Ja. Ah ja, aus meinem Team sind auch viele mit dabei. Ich habe Katrin schon gesehen, ich habe Tanja gesehen, Karina habe ich gesehen. Alle die ich jetzt, Paperart bei Tina hier, Tina ist auch mit dabei. Alle, die ich jetzt nicht gleich erkannt habe, seid herzlich gegrüßt und natürlich auch alle anderen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr wisst, mir geht es gut, ich habe nur den Arsch voller Arbeit, aber heute habe ich mir dann doch mal Zeit genommen und habe gedacht, so von wegen, ich muss ja auch mal basteln zwischendurch. Ne? Und warum machen wir das dann nicht einfach zusammen? Deswegen habe ich gedacht, komm, machen wir. Gestern Abend habe ich die Karten entwickelt. Eine davon ist eine nachgebastelte Karte, mit der fangen wir auch gleich an. Und ja. Ach. Ich gucke gerade mal in eure Kommentare. Ich ziehe euch auch gleich auf den Tisch. Es sind so ein paar Aktionen, ein bisschen Werbung muss sein, was gerade noch läuft. Wir sehen uns ja auch im Live nächste Woche zum Stemtainment wieder. Also alle, die ihre Bingo-Zahlen noch nicht eingetragen haben, husch rüber auf meine Homepage und das Stemtainment könnt ihr eure Bingo-Zahlen noch eintragen. Ich hoffe, dass ich zumindest übers Wochenende schon mal wieder dann die Zuschnittliste verschickt bekomme. Und ich habe die Bingo-Listen eigentlich auch so eingestellt, dass wenn ihr eure Zahlen eingetragen habt, ihr eigentlich auch gleich eine E-Mail bekommen sollte mit euren Bingo-Zahlen und dass ihr die dann einfach habt. Ich schicke aber nochmal einen Reminder raus. Kann sein, dass der nicht bei jedem ankommt. Das ist über die Newsletter-Funktion manchmal ein bisschen schwierig. Okay, was für eine tolle Überraschung. Ja, ich habe gedacht, ich gehe einfach mal live. Ich wusste heute noch nicht, ob es technisch klappt, weil am Samstag habe ich mal irgendwie meine Streaming-Software wieder mal gestartet nach über einem Monat Pause. Und da hat die Kamera mal eben gesagt, nö, ist nicht. Neulich war ich in einem Zoom-Meeting, da war ich mal in grün, wie Shrek. Ne? Also die Technik ist froh, dass sie wieder wiederbelebt wird. Ja, okay. Ich ziehe euch mal ganz kurz, wenn ich das noch hinkriege. Ja, genau, ich kriege es noch hin und nicht da oben in die Ecke. Gerade heute frisch reingekommen ist ein neues Kartenset, was jetzt verfügbar ist. Da ist die Verfügbarkeit verschoben worden. Das sollte eigentlich schon früher kommen. Geburtstagskerzen nennt sich das. Ich habe euch, glaube ich, den Flyer unten in der Infobox auf YouTube verlinkt. Ich setze euch das morgen auch gerne auf die Homepage unter Angebote. Dann könnt ihr euch den downloaden. Also den habe ich euch zusammengestellt mit den integrierten Farben. Das ist wirklich ein Anfängerset. Ich habe bei den Amerikanern schon mal das ein oder andere gesehen. Ist was für Anfänger, ne? Also nicht für uns routinierten Bastler. Dann miteinander verbunden, habe ich euch gestern im Vlog schon gezeigt, ist für euch verfügbar ab dem 2. Februar, nee, 1. Februar bis 2. Mai. Und die Marker, die da drin sind, ich hole die mal. Bin ich heute übrigens auch gefragt worden, was das für ein Ständer ist. Das ist so ein Flyer-Ständer für den Langflyer. Ist mir in die Finger gefallen, habe ich gedacht, könnte passen. Also das wird auch in den nächsten Hauptkatalog kommen, diese Marker. Das sind so unterschiedliche Hautfarben. Das sind ja die Elfenbein und Bronze, die wir bisher hatten. Aber damit wir noch mehrere Schattierungen, Hautfarbe-Schattierungen gestalten können, ist so dieses ganze Set gekommen. Das geht auch in den Hauptkatalog. Stempelset, Stanzen, was hier noch mit dabei ist, Papier. Das ist nur bis zum 2. Mai verfügbar. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt, ab 1. Februar ist das bestellbar. Könnt ihr dann auch gleich Celebration-Prämien für einlösen. Der Online-Workshop, ihr habt es gestern gesehen, ich bin dabei, die Online-Bestellung, die Rechnung zu schreiben, diesen Riesenstapel durch und dann gehen die sukzessive raus und dann bekommt ihr auch den Link für den Online-Workshop. Der ist noch gültig, dass ihr ihn gratis bekommt. Teammitglieder ja ohnehin, die können das bei uns auf dem Teamblog schon abrufen, beziehungsweise im letzten Newsletter hatte ich es mitgeschickt.
Und ansonsten Kunden, die im Onlineshop bestellen und den Wert von 200 Euro erreichen, bekommen das automatisch. Und auch diejenigen unter 200 Euro, die den Hostcode angeben. Das sind drei Projekte. Ich habe da mit den Regenbogen gearbeitet. Ich könnte dauerhaft mit den Dingern arbeiten. Geht euch das auch so? Ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich nicht nur mit diesem Set bastel, weil es so schön farbenfroh ist. Und dann, last but not least, Stemtainment, habe ich euch schon gesagt. Guck mal, ich habe es auch geändert. Jetzt wieder schicki hier auf Februar. Wir basteln mit den Glückssymbolen, mit dem Glückskranich. Sind nicht alles Kranichkarten und das ist das Materialpaket, was ihr noch bestellen könnt. Ich habe aktuell noch zwei hier liegen. Also ich könnte noch zwei kurzfristig verschicken. Findet ihr bei mir auf der Homepage das Papierpaket und das Stemtainment könnt ihr das bestellen. Bitte per E-Mail. Ich habe es sicherheitshalber aus der Online-Shop-Funktion rausgenommen, weil das, glaube ich, nicht ganz so konform mit unseren Richtlinien ist, Materialpakete über so eine Online-Shop-Funktion zu verkaufen. Deswegen bitte dann per E-Mail, dann mache ich euch das fertig. Zwei waren aktuell jetzt noch, habe ich heute Rechnung geschrieben. Am zwei habe ich noch liegen. Okay, ansonsten nach Stemtainment kann ich euch die natürlich auch noch fertig machen und dann könnt ihr mitbasteln. Okay. Warte mal, ich packe das mal eben hier weg. Oh Gott, ich komme hier mit meinen Tasten noch nicht so richtig wieder klar. Ich packe das mal eben beiseite und dann basteln wir gleich. Wir haben heute auch wieder einen Spaßcode, hätte ich beinahe gesagt. Hier, hätte ich nämlich beinahe vergessen, ein Hashtag. Siehst du, das muss ich nachher noch einrichten. Das habe ich noch gar nicht eingerichtet. Da kommen wir am Ende zu, dass ich das quasi nochmal parallel mache. Ich kann es vielleicht jetzt auch gleich nochmal machen, wenn ihr mir einen kleinen Moment gebt, dass wir das auswerten können. Das habe ich total verbaselt. Ich bin halt in dem Moment nicht drin. Ihr könnt schon fleißig erstmal schreiben, geht gleich weiter. Gott, jetzt haben die das hier alles übersetzt und ich finde mich nicht mehr zurecht. Auf Englisch habe ich es schneller gefunden. Das Giveaway-Tool. Das Giveaway-Tool, da haben wir es. Geht gleich los. Die Übertragung wählen und dann gebe ich hier auch einmal Hashtag Preisparade. Wichtig ist, dass ihr kein Leerzeichen zwischen Hashtag und Preisparade habt. 42 haben schon geschrieben. Okay, dann läuft das schon mal im Hintergrund. Und wir fangen gleich an zu basteln. Ach so, und was ist noch zu oh Gott, ich bin ein bisschen durcheinander. Das gibt es heute zu bestellen. Vintage-Blüten, das ist ein Stempelset, das ihr als Gastgeberin bzw. als Einzelbestellerin bekommen könnt, wenn ihr 375 Euro erreicht. Und 375 Euro, das ist schon eine Nummer, ne? Deswegen, das kann sich nicht jeder leisten. Deswegen habe ich es hier in der Verlosung mal mit drin. Ne? Okay, das haben wir. Und dann fangen wir an zu basteln. Ich habe es ganz, das Witzige ist meine erste Karte, die ich mit euch bastle. Wir basteln einfach mal drauf los, ohne dass ich euch die Karte schon zeige. Die liegt nämlich noch beim Fotografieren. Die ist geklaut, beziehungsweise die Idee habe ich mir gezogen bei Rachel Tessman. Das ist eine Kollegin, ich weiß gar nicht, ob sie aus UK oder aus Amerika kommt. Das Witzige ist, ich habe eben gerade noch gesehen, als ich was gegessen habe und nochmal bei YouTube reingeguckt habe, sie geht jetzt parallel auch live. Und das fand ich ganz schön, die Karte. Und wir spielen ja heute mit Leinen los. Ich nehme mal hier den Hashtag raus. Und ich sollte vielleicht auch mal da habe ich den Hostcode, da oben in der Ecke, und die Werbung einschalten. Leinen los. Ein Stempelset, wo ich gesagt habe, ja, super. Warte mal, jetzt muss ich doch noch mal was holen. Ich habe da nämlich mal, das habe ich auch vergessen. Furchtbar. Moment. Nicht weglaufen. Wer sucht, der findet. Gott sei Dank wusste ich es. Ich habe mal vor Jahren, da habe ich noch von zu Hause aus gearbeitet,
Konfirmationskarten gemacht und habe mir diese Schablonen erstellen für dieses Schiff, weil zum Beispiel dieses folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen aus Markus, aus dem Markus-Evangelium. Und das fand ich so ganz schön mit dazu. Und das hat mich total erinnert, als ich dieses Stempelset gesehen habe. Wie gesagt, ich habe mir das nur selber skizziert, habe mir Schablonen daraus gemacht und habe so ein Fischerboot dann daraus gemacht. Ne? Und das hat mich da total dran erinnert und habe ich gesagt, komm, das nimmst du. Auf all deinen Wegen viel Glück und Segen. Das könnte man wirklich auch für eine Konfirmation machen. Aber geht euch das auch so? Heißt das nicht eigentlich viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen? Hätte man umdrehen können, ne? Gute Reise durch das neue Lebensjahr, leinenlos. Ich finde es ein ganz nettes Set. Aber ich habe mich schwer getan damit. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Und wir brauchen heute den Stamparatus. Nicht zwingend, aber das macht es einfacher. Ihr seht, ich habe hier gestern schon mitgearbeitet und ich habe hier noch drauf den Hintergrundstempel Gentle Waves. Das werden wir heute, den werden wir dazu kombinieren, weil das natürlich super gut passt. Das ist so ein Meereswellenset für den Hintergrund und es ist im Querformat. Wir stempeln es aber trotzdem auf eine Hochformatkarte. Ich kann euch mal hier noch. Ich werde euch morgen nochmal einen Blogbeitrag, ich hoffe, dass ich das schaffe, einen Blogbeitrag dazu fertig machen, wo ihr dann auch die Maße und die Materialien von heute mit dabei habt. Das ist die Grundkarte, das ist Farbkarton Grundweiß, 29 cm mal 10,5 und gefaltet bei 14,5. Das Maß kennt ihr von mir schon. Und der Aufleger, den habe ich jetzt hier auch, den festen Farbkarton in Grundweiß genommen. Der hat 10 mal 14 cm und den lege ich mir hier einfach mal auf. Wie gesagt, ich habe jetzt hier mein Papier nicht nochmal extra sauber gemacht, weil ich stempel ja heute eh wieder drüber. Ich habe es mir einmal drauf gestempelt und dann sehe ich ja, wo endet das und lege mir das so auf, dass es unten wirklich beginnt mit dem Stempel. Wir müssen es eigentlich nicht mit Magneten festhalten. Und jetzt nehme ich mir das Stempelkissen in Seladon. Ihr könntet auch Aquamarin nehmen oder Minzmakrone oder auch ein dunkles Blau. Aber ich habe mich da sehr nah bei Rachel. Das ist, wie gesagt, ihre Idee. Und dann stempel ich mir das hier einmal auf. Ist bei Hintergrundstempeln mit dem Stamparatus wirklich ein bisschen einfacher. Und habe dann hier meine Waves. Und dann wird das mein Aufleger. Ihr könntet auch eine Basis aus Seladon nehmen. Ich habe mich aber dafür entschieden, weil wir gleich noch ein bisschen weiter arbeiten. Moment, ich hole jetzt doch noch mal die Karte. Ich zeige sie euch doch. Das ist die Karte, die wir zusammenbasteln. Und ihr seht hier im Hintergrund, das kommt hier nicht so wirklich raus. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch im Live seht, ist hier aus Pergament noch was hintergesetzt. Ich finde, das geht total unter. Deswegen habe ich mir von dem Glitzerpergament in Seladon ein Stück genommen. Und nehme mir die Stanze Entzückendes Etikett. Übrigens, das ist das, womit ich mich aktuell hier beschäftige in der Werkstatt. Überall einen Barcode drauf zu machen, damit ich das auch alles vernünftig zählen kann. Meine Vorführware zum Beispiel. Ist eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat, ich sag's euch. Jahresprojekt. Und ich finde, das fällt ein bisschen mehr auf. Ne? Dann habe ich hier nochmal Farbkarton Grundweiß und jetzt suchen wir uns einen Spruch. Ich glaube, Rachel hat diesen Spruch auf Englisch genommen. Der passte dann auch auf das Etikett. Bei mir passt er nicht. In Deutsch passt er nicht. Deswegen nehme ich einfach für allerlei Anlässe, und ich fand das mit dem Halte durch ganz witzig, aber ich denke, wir nehmen jetzt einfach mal so ein ganz lapidares herzlichen Glückwunsch. Also, da könnt ihr einiges von nehmen. Ich finde, das ist ein echt schönes Stempelset. Es ist ein Celebration-Stempelset, 120 Euro, also nur noch bis 28.02. Ich glaube, ich muss mal so ein bisschen. Ich habe mir auch extra noch einen Tee gekocht, der hier irgendwo steht. Das ist die Aufregung. Eure Kommentare habe ich immer ganz ausgeblendet. So, ich nehme mir mal das herzlichen Glückwunsch.
Das geht ja zu ganz vielen. Und dazu nehme ich mir die Stanze Etikett nach Maß. Weiter runter kann ich gar nicht. Und habe da dann schon mal meinen Gruß drauf. Also wie gesagt, diese Karte ist wirklich ganz einfach und schlicht. Dann nehmen wir uns das Organdi-Band, das glitzernde Organdi-Band in Weiß und schummeln ein bisschen, indem wir uns nur ein bisschen mehr als die Karte abschneiden, also als die Kartenbreite. Wickeln uns das um, dass wir das Etikett auch wirklich noch erreichen. Ups, bisschen Würz. Ne, will nicht. Ich bräuchte bitte eine dritte Hand. So. Möglichst gerade drumherum wickeln. Es fällt nicht doll auf, aber wenn ihr die Karte dann vor euch liegen habt, fällt es schon ein bisschen auf. Es gibt noch mal so ein bisschen mehr, zum Beispiel glitzert ja auch so schön. So, jetzt oben und unten ein bisschen. Haben wir heute hakt es hier. Für das Etikett. Und dann machen wir heute mal keine Schleife, sondern nur eine Schlaufe, die wir dann so hinter das Etikett setzen. Jetzt habe ich das Klebemittel an den Finger hängen. Es läuft. So, ich denke mal, hier habe ich eine normale Schlaufe gesetzt. Die Lichter schlucken, das weiß halt leider. Ne? Und jetzt machen wir hier mal so eine Charity-Schleife oder Schlaufe. Bisschen Klebemittel dagegen. Es macht auch Spaß, mal andere Ideen nachzubasteln. Und man muss das Rad ja auch nicht immer neu erfinden. Es sollte nur funktionieren. Ja, jetzt hängt sie zwar ganz schön schräg drüber, aber es ist nicht so schlimm. Dimensionals. Meine Hände sind zwischenzeitlich auch wieder warm, weil ich hatte hier vorhin, als ich wiedergekommen bin heute Mittag, hatte ich erstmal alle Fenster aufgemacht und dann habe ich Mittag gegessen und habe so ein bisschen gearbeitet und es war so, vorhin dachte ich so, warum ist denn das hier so kalt? Ist irgendwie wieder Nordwind oder so, dass der auf der Wand steht, ne? Ist ja hier so nur so ein ungedämmter Bungalow. Nee, Heizkörper war nicht an, war aber auch kein Fenster offen. Ich habe ja hier so ein Smart-System. Und dann rauszufinden, ich habe dann erstmal einen Hilferuf an meinen Mann geschickt, der aber auf dem Fahrrad unterwegs war, wahrscheinlich gerade von zu Hause. Und dann schoss mir ein, okay, guckst du mal, vielleicht ist ja irgendein Kontakt nicht sauber. Ja, dann war hier über der Tür der Kontaktgeber, musste ich die Batterie austauschen. Und jetzt wird es Gott sei Dank wieder warm. Ich hatte so kalte Hände. Okay, das ist jetzt unser Gruß. Soweit fertig. Jetzt gibt es in dem Stempelset ja noch hier diese Vögelchen. Vögelschwärme sind immer gut. Und die setzen wir uns einfach mal hier oben noch mit her. Und dann reicht das schon. Dann ist so die erste Karte fertig. Wir könnten jetzt rein theoretisch mal gucken, wie ist das mit einer Basis aus Seladon. Dann dürft ihr entscheiden, welche ihr gerne hättet. Also 10,5. Falzen und einkürzen. So. Jetzt könnt ihr entscheiden. Weiß, das ist ja quasi wie die Karte hier, oder Seladon als Basis.
Welche Schweinerl hätten es denn gerne? So, ihr seid dran. Jetzt muss ich mal ganz kurz warten, bis bei euch hier was passiert. Wir haben ja eine Zeitverzögerung drin. Seladon hat auch was. Ja, finde ich auch. Seladon, Seladon. Also, das bei Seladon ist natürlich das Thema, dass man dann vielleicht innen für die innere Karte noch was machen müsste, weil Seladon ja sonst so sehr dunkel ist. Weiß, weiß. Aber ich glaube, Seladon ist gerade weiß ist freundlicher. Also, wir können es ja so, dass wir es gegenübersetzen. Ich mache mal eine weiße und eine mit Seladon. Dann können wir ja später noch entscheiden, was uns besser gefällt. Und für innen müsste man dann ja aber auch noch mal was machen. Gucken wir mal. Da brauchen wir dann ein Maß von 14 mal 10. Wir sind heute mal spontan. Ihr habt Zeit, ne? Ich bin ja damit jetzt quasi fertig. Nehmen wir das ganze Konstrukt mal raus. Mal gucken. Wir improvisieren. Ich muss es doch sauber machen, weil das, was ich will, hätten wir es auch drauf lassen können. Quietsch, quietsch. Das ist das Coole bei den Schwämmen. Man kann die auch in die Hand nehmen, ne? Das Video zu der Stanze habe ich nicht gelöscht. Das müsste noch da sein. Aber frag mich jetzt nicht, wie es heißt. Es ist schon was älter. Wo ich so mehrere Sachen damit gezeigt habe, ne? Also ich habe jetzt nur mal Farbe so in dem unteren Bereich angebracht. Mal gucken, wie das so wird. Ja, kann man so lassen. Besonders schön, wenn man das dann auch noch auf den Ding schmeißt. Jetzt gucke ich gerade mal, ob man da... Schönen Geburtstag. Irgendwas ist da jetzt drauf. Egal. Wir können ja auch noch hier nehmen. Herzlichen Glückwunsch und dann noch hier schönen Geburtstag. Dann ist die Innenseite nicht ganz so leer. Und hier um mich rum sieht es ganz wild aus. Eine Karte, eine einfache Karte und es ist Chaos ausgebrochen. So. Mehr, glaube ich, muss da gar nicht. Ein bisschen Bling-Bling können wir noch packen, draufpacken. Und dann haben wir die Innenseite auch noch ein bisschen verschönert. Also das ist die Karte. Und fürs Bling Bling, passend zu dem Schimmerband, habe ich jetzt hier den Basic Strassschmuck bunter Schimmer. Guck mal, hier ist noch eine Wolke.
Aus dem Regenbogenset hat sich da noch eine Wolke reingezogen. So. Ups. So, drei noch mit drauf. Und dann ist die erste Karte fertig. Ist jetzt nicht mit dem Set Leinen los. Die nächsten zwei sind dann aber mit dem Set. Aber das ist schon mal eine ganz einfache Karte. Das ist die, die Rachel gebastelt hat. Und die haben wir jetzt quasi so ein bisschen abgewandelt. Die Maße habt ihr euch mit aufgeschrieben. Das war die erste Karte. So, jetzt kann ich hier nochmal den ganz kurz aufräumen, weil das brauchen wir gerade nicht mehr. Ne, ohne viel Shishi. Und ihr könnt auch da, das habe ich jetzt nicht verlinkt, aber bei Rachel Tessman auf dem Kanal, da findet ihr auch das Video. Da hat sie auch noch mit zwei anderen Stempelsets nach einem ähnlichen Aufbau gearbeitet. Okay, das ist die erste Karte. Legen wir sie beiseite. Dann haben wir die zweite Karte. Das sind die Maße dafür. Die wird ein bisschen, da sind ein bisschen mehr Lagen dabei. Und das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Das wird die Karte, die wir da basteln. Das kann ich mir zum Beispiel vorstellen als Konfirmationskarte, obwohl da ist sie, ich glaube, ich ein bisschen zu kindlich, aber vielleicht zur Taufe, Kommunion, auf all deinen Wegen viel Glück und Segen. Das passt doch da ganz gut mit dazu. Und es ist ein bisschen kindlicher. Wenn ihr es ein bisschen erwachsener haben wollt, tauscht die Farben ein bisschen durch. Es kommt gleich nochmal eine, da habe ich das maritime Thema richtig aufgegriffen. Und jo, ich sehe gerade, ich habe mich hier gar nicht mit dazu geschaltet. Ich gucke mal in die Kamera und ihr seht das gar nicht. Also wie gesagt, dann einfach die Farben austauschen. Wir sind jetzt aber mal bei dieser und basteln weiter. Jetzt ist die Grundkarte 14 cm in der Höhe, 21 in der Weite und gefaltet bei 10,5. Das ist jetzt eine normale Klappkarte. Dann haben wir den Aufleger in Bermuda Blau. Der ist geschnitten bei 9,8 x 13,3. Das ist dieses Maß, der erste Aufleger. Und der zweite Aufleger, siehst du, brauchen wir dann doch noch brauche ich den Stempel doch nochmal, ist grundweiß 9,5 x 13 cm. Das heißt, ich mache mir das hier nochmal einmal sauber. Wir brauchen es nämlich doch nochmal auf dem Stemperatus. Der Stempelblock kann wieder weg. Also, neues Papier. Weil das kriege ich ja jetzt nicht wieder so positioniert, wie es war. Stempel drauf. Und ich denke, wir fangen hier unten. Ich nehme mir das mal so ein bisschen hier an dem karierten Papier und hoffe, dass wir da dann auch vernünftig abschließen. Also ich habe hier geguckt, dass es dann so ein bisschen unter dem Strich landet. Und jetzt haben wir einen Farbverlauf drauf, weil das ist nicht nur Wasser, sondern man kann natürlich auch den Strand damit imitieren. Ich glaube, im Katalog ist auch so ein Beispiel gemacht. Und da habe ich gestern ein bisschen mit Farben rumexperimentiert und die für mich beste Kombination war Savanne und Aquamarin. Ich hatte es auch mit Granit oder mit Sahara-Sand ausprobiert, funktionierte, war nicht so schön. Also Savanne und Aquamarin. Ich will nur einmal sehen, wo ich unten ende, dass ich es anlegen kann. Da in etwa. Okay. So. Mein Savanne ist ein bisschen schwach auf der Brust. Das ist in dem Fall aber auch ganz gut. Ich fange an mit Aquamarin. Und zwar das Wasser. Das ist so in dem oberen Bereich hier. Und in den unteren Bereich gehe ich mit Savanne. Ich fange also mit der helleren Farbe an.
und gehe mit der dunkleren drüber. Andersrum wäre es ein bisschen doof, weil dann habt ihr die dunklere Farbe im Stempelkissen vom Aquamarin. Das ist weniger schön. So, und jetzt hoffen wir mal, dass das hier funktioniert in meiner Improvisation. Ist immer spannend, was dabei rauskommt. Fertig. Jetzt haben wir sogar so eine, normalerweise ist ein Drittel, zwei Drittel schöner, aber dadurch, dass wir da ja gleich eh das Schiff hier noch mit drauf packen, das sitzt dann ein bisschen am Strand. Also man könnte es natürlich auch nochmal umdrehen und ein bisschen besser machen. Gerne Zeit, ne? Oh, da geht schon jemand. Patricia, es klingelt an der Tür. Also, gehen wir mal ein bisschen halt andersrum. Ich sag's noch, ne? Also erst mit Aquamarin anfangen. Und dann mit Savanne da drüber. Mal sehen, wo wir jetzt landen. Ob du richtig stehst. Ja, jetzt habe ich hier so einen doofen Rand dabei. Was machen wir denn da? Ah, hier kommt ja eh noch was drüber. Also, das lassen wir so. Das ist der Nachteil bei Live. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also, zwei Farben drauf und dann kann man da gleich so ein bisschen Szenerie stempeln. Und dann habe ich für meine Motivkarte, das ist die Mattung, die ist 6x6. Jetzt habe ich hier Marineblau. Bei meiner Ursprungskarte habe ich Abendblau genommen. Ist mir ein bisschen zu hell. Ich hatte auch kurzzeitig überlegt, ob ich Pazifikblau mal tatsächlich nehme. Ich und Pazifikblau, ne? Und dann haben wir noch Farbkarton Grundweiß. Das ist der normale 5,7 mal 5,7. Damit werde ich das hier matten. Und für das Fähnchen habe ich 1 Inch, also 2,5 cm und etwa 9,5 oder 10. Wir können es uns eh gleich noch einkürzen. Und auch hier stempeln wir ein bisschen Szenerie. Ich nehme mal das hier einfach mit dazu. Und zwar haben wir hier in dem Stempelset ja auch noch diesen langen mit drin. Den ziehe ich mir auf einen E-Block. Das ist so ein länglicher, der größere. Der passt da gut drauf. Und jetzt nehme ich mir Aquamarin. Um erstmal hier unten so eine Wasserlinie zu stempeln. Das soll zumindest eine sein. Halt, ich brauche weiterhin Aquamarin. Und gehe jetzt nur mal hier so ein bisschen auf die Ecke. Und stempel mir noch ein bisschen was in den Himmel. Einmal abstempeln. Dann hat man sowas wie Wölkchen. Wir machen den Stempel einmal sauber. Ich nehme mir Safrangelb dazu. Und stempel mal hier oben so ein bisschen über die Ecke, um ein bisschen Sonne zu imitieren. Und damit habe ich den Aufleger hier schon mal als Szenerie gestempelt. Also da könnt ihr ein bisschen mit spielen mit dem Stempelset. Dann nehme ich mir nochmal mein Stemperatus, weil es fällt mir ein bisschen leichter, damit zu arbeiten. Ich habe mir das hier auch schon aufgezogen, und zwar das Segelboot in den Einzelteilen. Weil, hier habe ich mein Muster, ich bin da gestern Abend, als ich das entwickelt habe, fast wahnsinnig geworden, weil es ist eine Elementstanze. Das heißt, ihr habt die zwei Segel, ihr habt das Boot und ihr habt unheimlich viel Verschnitt, Verstanzung, wenn ihr jetzt meinetwegen erstmal nur das Boot ausstanzen möchtet, ne? Oder nur ein Segel. Und dann, ich habe es mir grundsätzlich falsch aufgestempelt. Und deswegen habe ich gedacht, komm, machen wir jetzt hier einfach mal so. Ich brauche den Schmierzettel von eben nochmal. Da habe ich nämlich auf der Rückseite schon vorgearbeitet.
passt das? Ja. Und zwar habe ich mir aus einem Stück Farbkarton einfach mal das ausgestanzt. Habe mir eine Markierung gemacht, was oben ist. Dann habe ich mir das hier aufs Papier gelegt, ohne dass ich schon gestempelt hatte. Das ist jetzt natürlich nur passiert. Ich kann es euch nur so erklären. Habe dann den Stempel genommen und habe den hier drinnen positioniert. Ich kann das ja mal hier mit dem Segel machen. Also, ich nehme hier mein ausgestanztes, positioniere mein, oder das Boot mit der Segelstange. Ich bin kein Segler, ich weiß nicht, wie das richtig heißt. Positioniere das in dem Stanzteil, ziehe mir das auf den Stamperatus. Das Schmierpapier sollte natürlich schön in der Ecke liegen. Und dann kann ich mir die Stanzteile einfach nur oder diese Teile einfach nur ausstanzen. Dazu brauche ich ein bisschen Farbkarton. Das heißt, ich stanze mir einmal die Stanzteile aus in Blanco. Das kann ich mir mit einem Magneten festhalten. Und dann lege ich mir das einfach hier nur so rein. Nehme in dem Falle jetzt Wildleder für das Boot. Und hoffe, dass ich mir jetzt nichts kaputt gemacht habe hier in meiner Positionierung und dass das dann wirklich auch drüber passt. Das ist übrigens auch, wenn ihr mehrere von diesen Karten machen wollt, ja, ist fast genau drin, ne? Wenn ihr mehrere von diesen Karten machen wollt, ist das materialschonendste Prinzip. So. Die Segel habe ich mir nach dem gleichen Prinzip auf die Rückseite von der Klappe montiert. Die sind hier schon drauf. Und die können wir jetzt sogar in einem Rutsch durch, ich gucke nochmal, dass mein Papier hier richtig liegt, stempeln. Und zwar nehme ich mir Bermuda-Blau für das kleinere Segel, falls ich wieder irgendwelche Begrifflichkeiten falsch verwende in meinem Dusel hier. Ne? Also Bermuda-Blau für das kleinere Segel und Abendblau für das größere. Könnt ihr hoffentlich sehen. Ne? Ich färbe mir das jetzt quasi hier einmal so ein, lege mir meine Stanzteile da wieder rein. Und habe das eine Segel. Das soll übrigens auch so ein bisschen shabby sein. Seht ihr das, diese Stempelabdrücke, die sollen so ein bisschen einen Shabby-Look haben. Ne? Das ist jetzt nicht schlecht gestempelt, sondern das soll so sein. So. Und dann können wir das zusammensetzen. Dann haben wir alle Stanzteile beisammen und können uns das einmal noch zusammensetzen. Die Vögelchen setzen wir auch gleich noch mit auf. Ich beginne mit Flüssigkleber. Und dem OP-Besteck. Und die Segel setze ich in 3D auf. Vorsegel und das große Segel. Antje, du heißt wie ich als Mädchen. Das ist mein Mädchenname. So, einmal dieses. Also ich bin kein Segler, ne? Also trotz Nordlicht kenne ich mich mit Segelsprache nicht aus. Deswegen bitte Klugscheißmodus ausgeschaltet lassen. So, und das noch mit oben drauf. Dann haben wir wieder unsere Vögelchen. Vorsicht, dass ihr jetzt nicht Stempelfarbe neben dem Stempel auf dem Block habt, weil die Segel stehen ein bisschen hoch, sonst würdet ihr euch das anschmattern. Und da setze ich jetzt einfach nochmal die Vögelchen mit drauf. Und dann brauchen wir
gleich nur noch unseren Text und da werde ich embossen. Also, wir haben 2,5 Zentimeter hoch. Ihr seht das hier, Fähnchen, 2,5 mal 9,5, so in etwa. Ihr könnt auch gerne ein bisschen länger lassen, damit ihr auf der sicheren Seite seid. Ich nehme mir mein dreifach einstellbares Fähnchen. Nee, Quatsch, das ist es nicht. Stanze nach Wahl Fähnchen. Das dreifach einstellbare haben wir nicht mehr. Stanze mir als erstes das Fähnchen raus. Und dann embosse ich den Spruch da drauf. Und dann nehmen wir das wieder mit dem Glück und Segen. So, ich verschwinde hier langsam im Chaos. Ja, das kann nicht unbedingt, das muss nicht unbedingt der Fernseher sein, dass das Bermuda-Blau so grünlich aussieht, obwohl ich es hier bei mir im... Ja, doch, es sieht ganz schön grünlich aus, wenn ich auf den Laptop gucke. Das kann auch hier der Weißabgleich sein. Dass die Kameras durch den dunklen Grund da irgendwie, das habe ich noch nicht so richtig eingestellt. Also das liegt nicht unbedingt an eurem Fernseher. Das kann auch an meiner Kamera und an meinem Weißabgleich liegen. Okay, auf all deinen Wegen viel Glück und Segen. So. Diversamark Stempeltinte, ein bisschen an den unteren, weil das ja ein bisschen überlappen soll hier, damit eine Verbindung zwischen den Teilen geschaffen ist. Und das schmelze ich mir einmal ein. Ich hoffe, es regelt gleich den Ton automatisch runter. Das muss einen Moment abkühlen. Aventurin ist das dagegen. Ne, also das ist schon noch ein bisschen grünlicher. Ne, also das, da sieht man den Unterschied dann schon. Obwohl Aventurin auch eine super schöne Farbe ist. Die verlassen uns, glaube ich, schon. Ne? Ja. So, ihr seht, das Schildchen ist ein bisschen zu lang, ist aber nicht schlimm. Lieber zu lang als zu kurz. Weil das können wir uns noch einkürzen. So. Einkürzen, aufkleben und dann ist auch die Karte gleich fertig. War ich jetzt gedanklich schon einen Schritt weiter. Das kommt mit deinem Händchen aufgesetzt. Das wäre zum Beispiel auch eine schöne Geburtstagskarte für einen Jungen. Ne? Da könnte man ja auch den Text nochmal austauschen. Jungs sind ja kleine Männer. Also für einen Mann würde ich die jetzt nicht unbedingt nehmen. Vielleicht in anderen Farben könnte man es dann nochmal abwandeln. Aber ich finde, das ist jetzt für einen Jungen auch eine schöne Karte. Und ihr seht vielleicht ein bisschen den Unterschied Marineblau und Abendblau. Ich finde Marineblau ein bisschen schöner darunter. Das kommt jetzt noch auf die Grundkarte.
So, da brauchen wir innen nichts mehr zu stempeln, weil es ist ja eine weiße Grundkarte. Aber wir haben noch ein bisschen Bling-Bling, auch für Jungs. Und zwar ist das, glaube ich, aus der Produktreihe, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo auch das Designerpapier Neue Horizonte ist, zum Beispiel diese Lackakzente Kieselsteine. Habe ich erst gedacht so, und dann als ich sie gestern aufgeklebt habe, habe ich gedacht, ja, passt. Wackelt und hat Luft. Einfach drei verschiedene. Den haben wir noch nicht. Mit Steinchen damit unten in die Ecke und fertig ist die Karte. Die erste Idee wirklich dann auch mit beiden Stempelsets. Wir gruben uns da so langsam ein. Also ihr könnt euch gerne einen Screenshot machen mit den Maßen. Wie gesagt, wenn ich es morgen schaffe, morgen früh gleich, dann schreibe ich einen Blogbeitrag, der dann morgen Abend online geht. Dann habt ihr auch die Materialliste noch mal mit dabei und auch alle Maße noch mal mit dabei. Das kann ich in dem Video ja schlecht jetzt unten einblenden. Ich kann euch noch mal zwischendurch die Price Patrol, den Gewinncode quasi für heute. Und zu gewinnen gibt es die Vintage-Blüten. Da sind sie. Das ist der Preis für alle, die ein bisschen später gekommen sind. Und jetzt kommen wir zu meiner Favoritenkarte. Und das Witzige ist, ich habe gestern ja in Gemeinschaft gebastelt und beziehungsweise ich habe so für mich gebastelt, die anderen haben für sich gebastelt und wir waren so in Gemeinschaft. Und dann habe ich gesagt, so, es ist echt witzig. Sind die Karten, für die ich mich inspirieren oder von wo ich Inspiration gefunden habe, entweder bei Rachel oder so ein bisschen im Katalog. Und dann habe ich eine wirklich selbst gemacht und die ging so schnell und selbst entworfen. Und die gefällt mir am besten. Die ist ein bisschen erwachsener. Und es ist nicht viel dabei. Das ist die Karte, die ich dann noch gebastelt habe, als dritte Karte gestern kurz vorm Nachhausegehen. Und diese Karten, die Grundkarte, ist ja schon fertig. Das sind die Karten, Karten und Umschläge, Erinnerungen und mehr, Land und Liebe. Und die schreien doch maritim, oder nicht? Die schreien einfach maritim. Und die basteln wir jetzt auch noch. Ich habe hier mein Materialpaket. Wie gesagt, die Grundkarte ist ja schon fertig, zusammen auch mit dem Umschlag. Und wir brauchen jetzt nur zwei Aufleger, und zwar einmal Grundweiß, das ist 10,8. Das ist die Breite dieser Karte. Das ist ja amerikanisches Maß, sind 4¼ Inch. Und Farbkarton Chili. Ich finde, so blau und ein dunkles Rot ist sehr maritim, passt gut zueinander und das ist auch 10,8 in der Länge und 7,9 ein bisschen weiter in der Höhe, sodass es ein bisschen überlappt. Und dann habe ich mir dazu genommen das Stempelset Stitchery, was viel zu wenig zum Einsatz kommt, bei mir jedenfalls, irgendwie. Aber auch das passt hier drauf. Ich nehme mal hier das Banner wieder weg. Damit ich eure Kommentare sehe. So, wir fangen an mit dem Weiß. Ich habe jetzt hier extra starken. Ihr könnt aber auch den normalen nehmen. Da kommt es jetzt nicht so wahnsinnig drauf an. Für die Karte habe ich den genommen. Man könnte aber natürlich auch überlegen, ob man den Zickzack nimmt. Ist ja jetzt kein Seemannsknoten dabei. Oder diesen. Ich glaube, wir nehmen mal den, um es einfach mal zu sehen. Oder den. Den. Oder den. Preisfrage. Ene, mene, mu. Nee, wir nehmen den. Ich glaube, da brauchen wir auch das I. Ja.
Und natürlich nehme ich mir dann auch Chili mit dazu. Nicht nur eine Weihnachtsfarbe, sondern auch eine maritime Farbe. Einmal unten entlang. Einmal oben entlang. Hätte ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Mal gucken. Da haben wir noch eine Rückseite. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Und da nehme ich mir dann, Chili kann ich offen lassen. Gute Reise durchs neue Lebensjahr. Übrigens, die Klarsichtstempelsets, die Klarsichtstempel für alle, die das noch nicht kennen. Rot ist eine sehr anhängliche Farbe. Das kriegt ihr so nicht mehr sauber. Geht bitte bloß nicht mit einem Stayson-Reiniger daran. Damit macht ihr euch den Stempel womöglich kaputt. Damit müssen wir einfach leben. Das ist kein Qualitätsmanko. Das ist halt nur einfach, Rot ist sehr anhänglich und bleibt da fürs Leben. Ne, das stempelt sich auch nicht mit ab. So, gute Reise durchs neue Lebensjahr. Und dann habe ich dazu das Jeansband genommen. Das hatten wir schon mal im Sortiment. Selten, dass mal was zurückkommt. Aber das hatten wir tatsächlich auch mit dieser Artikelnummer schon im Sortiment. Und wir schummeln wieder ein bisschen. Schneiden uns das nur ein bisschen länger, als der Aufleger ist. Jetzt geht das wieder los. Und fixieren uns das von hinten. Ja, ist einigermaßen gerade, ne? Ich habe mir jetzt nur mal meine Silikonmatte genommen, weil es von hinten klebrig ist. Und dann nehme ich mir ein zweites Stück. Und binde mir einen Knoten. Das war sogar ein bisschen viel. Und zwar, damit der schön wird. Ich struggle immer wieder mit den Knoten, dass sie wirklich schön werden. Obere Lasche liegt oben. Das heißt, ich nehme die untere nach unten und ziehe quasi die obere Lasche oben drüber und dann durchs Löchlein. Und dann wird das ein schöner Knoten. Ich hoffe, das konnte man sehen. Nicht zu fest zuziehen. Das franzt auch ein bisschen aus, das ist aber nicht schlimm. Und ich finde, mit so einem Band geht das auch noch als Männerkarte durch. Der Knoten, den könnt ihr jetzt, das ist der Vorteil, auch noch ein bisschen schieben. Und wenn ihr ihn fixieren möchtet, setzt ihr einfach ein Klebepünktchen dahinter. Das muss aber gar nicht sein. Dann haben wir da schon mal den schönen Knoten. Und dann ist jetzt gar nicht mehr viel zu machen, sondern wir nehmen uns nochmal den Stamperatus. Stanzen uns nochmal die Elemente aus. Also alle, die das jetzt, die erst später dazugekommen sind und das nicht gesehen haben, was ich hier mit dem Stamperatus gemacht habe, guckt es euch einfach nochmal das Video von vorne an im Replay, das stelle ich ja mit ein. Das ist ein ganz nützlicher Tipp oder Trick. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, passt. Und zwar muss ich jetzt noch einmal sauber machen, weil ich ja andere Farben verwende. Um mich rum sieht es wild aus. Einmal den Schmutz. Witzig ist, dass die Amis ja auch Schmutz sagen. Also zumindest sagt das Dina Rico immer. Vielleicht mag die dieses Wort auch so gerne. Schmutz. Oder es ist tatsächlich ein eingedeutschtes, ein eingeenglischtes deutsches Wort. Ich nehme mir für das große Segel wieder Abendblau. Hatten wir das eben eigentlich auch? Ja. Für das kleine Segel nehmen wir dieses Mal Chili.
Dann legen wir noch unsere Stanzteilchen hier mit ein. Ist auch schön, wenn man da, ich sag ja, Rot ist sehr anhänglich. Ja, das ist jetzt ein bisschen an den Rand gerutscht. Aber das passt. Ist okay. Geht gerade noch so durch. Einmal umdrehen. Unser Boot. Wildleder. Ja, ich bin insgesamt ein bisschen verrutscht, aber das passt schon so. Es ist ja auf weiß. Das müssen wir erstmal auf Chili kleben. So. Und dann kommt das auf unsere Karte. In die Abendvorlesung jetzt noch, Nicole. Alles Gute, schlaf nicht ein. Ich würde jetzt einschlafen in der Vorlesung. Ich packe es nicht genau in die Mitte, sondern schon eher so ein bisschen nach oben versetzt. Ihr könnt jetzt auch noch ein bisschen höher, aber zu hoch würde ich es auch nicht setzen. Und dann setzen wir noch unser Boot mit ein. Da könnte man das Boot an sich auch erstmal nur stempeln. Das muss man nicht ausstanzen. Obwohl hier oben mit dem kommt es ja so ein bisschen in Konflikt. Und die Segel setzen wir wieder mit der Menschnels auf. Und das sind dann so meine ersten Ideen mit diesen beiden Sets in Kombination. Da kann man noch mehr draus machen. Oh, kommt er gerade so hin hier. Hätte ich vorher vielleicht mal Maß nehmen sollen, aber es passt schon. Das schieben wir so ein bisschen unter. Und maritim ist dann auch dazu zu kombinieren Gold. Und da hole ich mir gleich nochmal die Schmucksteine in Gold. Nehmen wir einfach einen großen und einen kleineren daneben. Und das, finde ich, geht auch gut für eine Männerkarte durch. Einfach mal die Farben austauschen. Das heißt, alles mal so beiseite hier. Die Maße habt ihr, die sind ja jetzt nicht besonders schwer gewesen. Ihr habt auch gleich einen passenden Umschlag mit dazu, um es zu verschicken. Das ist die dritte Karte, das war unsere zweite Karte. Und das die erste in so zwei Varianten, ne? So weiß basiert oder aber auch in ein bisschen farbiger mit Seladon, aber halt nur diese zwei Farben und Schwarz dazu. Ja, das waren meine ersten Ideen. Wir waren mal wieder live zusammen. Ich hoffe, sie gefallen euch, geben euch ein bisschen Inspiration. Welcher Mann bekommt die Krise? Weswegen denn? 350 Zuschauer, 353, super. Däumchen ist ein Träumchen übrigens, ne? Dürft ihr gerne unter das Video, also nicht jetzt hier im Live-Chat, sondern unter das Video setzen. Am Giveaway haben bisher 197 teilgenommen. Da muss ich jetzt mal eben ganz kurz gucken, dass ich uns das auch mit reinziehe, dass wir das auslosen können. Ihr könnt also noch euren Hashtag reinschreiben, Bildschirm teilen,
Okay. Haben wir den jetzt schon hier drin? Jo. Aber ich kann mich jetzt erstmal hier wieder auf den Sender ziehen. Die letzte ist dein Favorit. Meiner auch. Meiner auch. Aber wir haben jetzt hier 199. Wollen wir mal den 20. den 200. Okay, ich drücke mal aufs Knöppel. Wo ist es denn hier? Ach, ziehen. Ja, logisch. Ich drücke mal aufs Knöppel. Und dann gucken wir mal, wen es erwischt. Hey ho, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ist das der Sparkle? Maria Bremerich, deinen Namen kenne ich noch gar nicht, Maria. Du bist vielleicht auch neu hier auf dem Kanal. Deswegen freue ich mich, wenn du mir eine E-Mail schreibst mit deiner Adresse. Und dann schicke ich dir das Stempelset sehr gerne zu und wünsche dir ganz viel Spaß beim Basteln. Wollen wir noch einmal auf die Karten gucken? Das sind ja die Karten, die wir heute gebastelt haben. Also mein Favorit ist tatsächlich auch diese. Die schreit mir meinen Namen. Aber es ist auch mal ganz interessant, mal was anderes auszuprobieren, sich an so ein Stempelset heranzuarbeiten. Und so eine ganz schlichte, die halt auch mal schnell gemacht ist für zwischendurch, finde ich auch ganz nett. Aber mein Favorit ist tatsächlich diese Karte. Und da kann man ja noch mal gucken, was einem dazu noch so einfällt. Ne? Aber das ist schon mal ganz nett, wenn man so 2, 3 Ideen hat. Okay, ihr Lieben, wie spät haben wir es denn? Oh, 7 Uhr. Da sind wir aber gut durchgekommen für 3 Karten. Aber es sind auch absolute Anfängerkarten. Das muss ich mit dazu sagen, weil ihr braucht keine Stanzmaschine, keine Prägemaschine. Ihr braucht ein paar Stempelfarben, die Stempelsets. Ihr habt, das finde ich immer ganz schön, eine Handstanze mit dabei. Das ist für Anfänger immer super gut. Und wir können ja auch gerne mal unsere Etikettstanzen. Ich hätte ja gerne zu dieser Etikettstanze auch mal wieder ein Stempelset, ne? Aber ich vermute mal, dass sie uns eher verlassen wird, als dass wir da nochmal ein Stempelset dazu kriegen. Zu der Etikett nach Maß heißt sie, glaube ich. Ne? Da gab es mal ein Video, wo ich euch mehrere Einsatzmöglichkeiten dafür gezeigt habe. Mittlerweile habe ich auch schon nochmal 2, 3 mehr dafür gefunden. Ich versuche, das Video mal zu finden. Ich schreibe euch morgen einen Blogbeitrag zu den Karten heute, zeige euch die dann nochmal. Da könnt ihr sie euch in Ruhe angucken, könnt euch die Maße dann da auch rausnehmen, die Materiallisten. Und dann gucke ich mal, wenn ich das Video finde, dann verlinke ich euch das da gerne mit auf dem Blog. Da guckt gerne mal vorbei. Mein Blog ist www.pinselschereco.de und dann könnt ihr oben im Menü dann den Blog aussuchen. Okay. Ja. Feierabend, ne? Jetzt kommt wieder das Drama, dass ich nicht weiß, wie ich das beende, ne? Ich finde immer nicht den Absprung. So einfach Tschüss sagen will ich ja auch nicht, aber wir sehen uns ja spätestens nächsten Dienstag wieder. Ich denke, bis dahin werde ich auf alle Fälle wieder fit sein. Wir kriegen ja unsere Booster-Impfung am Donnerstag. Es haben ganz viele geschrieben, die haben überhaupt keine Probleme gehabt. Ich habe heute mit meiner Carmen gesprochen, mit meiner Friseurin. Die hatte nur Probleme im Arm. Das hatte meine Mutti ja auch. Und dann hoffen wir mal, dass es mich nicht aus dem Verkehr zieht. Wenn doch, dann kann es sein, dass ich mit meinem Sonntagsvideo ein bisschen ins Struggle komme. Am Samstag, für alle, die aus meinem Team hier sind, am Samstag haben wir Team-Meeting, digitales Zoom-Meeting. Wir haben eine Hausaufgabe. Wenn ihr den Newsletter nicht bekommen habt, guckt gerne mal auf den Stempelderns-Blog. Da ist die Hausaufgabe, das ist ein Sketch und wir sind tatsächlich am Überlegen, ob wir wieder einen Bloghop, einen Instahop daraus machen. Nicht einen Bloghop, sondern einen Instahop. Also das ist die Hausaufgabe, ein Kartensketch. Für alle, die aus meinem Team hier mit dabei sind, wir sehen uns dann am Samstag. Ich hoffe, dass ich fit bin. Ne? Ansonsten, ihr kennt, der Raum ist trotzdem offen. Da könnt ihr euch dann treffen und ja, okay. Und damit ist jetzt Feierabend. Ich fand es toll, mal wieder live zu sein, mal wieder ein bisschen Zeit mit euch zu verbringen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es war kurzweilig für euch. Es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder und ihr bleibt gesund, ihr bleibt kreativ und bis ganz bald hier auf dem Kanal. Ich suche mal eben meine Abschlusskarte. Wünsche euch noch einen schönen Abend, bleibt gesund und wenn ich es dann mal finden würde, würde ich auch den Absprung leichter schaffen. Macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss.